Du willst ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? Dann schau einfach in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu MMOGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich heiße euch recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC. Wir spielen heute hier zu Hause gegen Hannover 96. Und ja, heute haben wir die Möglichkeit, ganz stark an den ersten Platz heranzurücken in der Liga. Und das hoffen wir natürlich auch. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Spaß hier bei diesem Let's Play. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Wäre sehr, sehr cool, wenn wir heute mal wieder vielleicht die 100 oder vielleicht sogar 150 Likes schaffen würden. In letzter Zeit, ja doch, also ab und zu gibt es halt mal richtig starke Folgen und vielleicht schaffen wir es heute auch mal wieder. Wäre sehr, sehr cool von euch. Und wir wollen mal hier ins Spiel hinein starten. Bruma heute und Anthony Martial im Sturm. Und da haben sich die ein oder anderen auch nochmal wieder qualifiziert. Ich möchte ja sehr viel rotieren, weil wir einfach sehr viele gute Spieler haben, die, ja, einfach mal ein bisschen spielen müssen. Shaqiri. Ganz schwacher Schuss. Schade. Shaqo, was los? Shaqo. Kann doch nicht sein. Ja, also die müssen sich ja halt so ein bisschen abwechseln. Ist klar, die sagen so sich irgendwie, ja, ich habe Stammplatzgarantie. Aber wenn du kaputt bist, spielst du auch scheiße, ne? Also, was soll ich denn da machen sonst? Die brauchen halt ihre Energie. Und darum müssen wir... Sehr schön. Oh, schade. Ja, und darum müssen wir die Jungs halt auch ab und zu mal eben wechseln. Und da sag ich fast schon, wie Guardiola, es gibt nicht unbedingt eine Stammplatzgarantie, obwohl ich die ausgesprochen habe. Aber ich finde, es gibt Spieler, die besonders stark und besonders gut sind. Und jetzt hier Shaqiri! Oh Mann, Junge! Da überschlägt sich meine Stimme komplett. Alter Schwede! Eieieiei, Shaqiri! Ah! Verdammt. Ja, Shaqiri, sehr guter zentraler und ordentlicher Spieler. Also mit dem kann man gut arbeiten. Und Hosogan möchte ich, dass er wieder mal ein bisschen positiver gestimmt ist. Er hat ja so leicht das Problem, dass er jetzt wohl nicht so viel spielt und darum weint er so ein bisschen, weil er doch dann die Stammplatzgarantie irgendwie braucht. Oh, komm schon, Martial. Prill. So, oh, oh, oh. Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with pain. Oh. Ja, etwas ein bisschen viel Luck, ich weiß. Boah, Alter, darum sind alle um. Uiuiui. Eieiei. Also eigentlich sollte der schön reinfinest werden. Verteidiger hat da ein bisschen Platz und abgewehrt. Und ja, der behindert sich leider das gesamte Team gegenseitig. Torwart, Verteidigung, alle. Und ja, ich habe nichts gemacht. Und drinnen. Hätte auch nochmal abgeben können zu Bruma oder so. Wäre es nachher auch noch irgendwie abseits gewesen oder so. Keine Ahnung. Odonkor? War das Odonkor? Aber den schreibt man noch ohne Apostroph, oder? Oder habe ich mich gerade verlesen? Stand da O'Connor oder was? Sehr schön. Martial. Ja, irgendwie bin ich zurzeit ein bisschen erkältet. Man hört es auch ab und zu an meiner Stimme. Wenn ich da sehr laut rede so und dann schreie, dann kommt da so ein bisschen... Oh yeah. Ich wusste nicht, wie viele Skill-Sterne er hat. Ich habe probiert, halt so ein McGeady-Spin oder wie der Scheiß heißt zu machen. Ich glaube, er kann es nicht. Guck mal ganz kurz nach. Also ihr drückt halt beim Laufen, wenn ihr zwischen nach rechts lauft, den Stick nach rechts und dann nach oben zum Beispiel, wenn ihr nach oben hin abdrehen wollt. Und er hat, na, nur 3 Sterne. Scheiße. Oh Mann, das wäre so perfekt gewesen. Da wäre ich da sehr durch gewesen, hätte dann nochmal finessen können. Aber Martial kann es leider nicht. Mist, das ärgert mich. Da hätte ich das ein bisschen einfacher probieren sollen. Ja, heute läuft es doch ein Ticken einfacher, hab ich so das Gefühl, als im, ja, als im Spiel... Oh. Zu schwach. Shit. War Absicht, dass ich gelupft habe. Ich dachte, eventuell, wenn wir da einen ordentlichen Lupfer hinlegen, könnte der aufs lange Eck durchgehen. Bruma, jetzt da durch und Feuer! Oh Mann, war das... wen haben sie denn... Wen haben die im Tor? Ist es Zieler? Zieler, ja. Ron Robert Zieler haben die.
Gut gehalten, sehr stark und Kopfball. Uiuiui. Also es läuft heute wesentlich stärker. Es ist auch mein zweites Spiel. Vielleicht bin ich jetzt einfach gerade ein bisschen warm geworden. Oder Braunschweig hat einfach irgendwie eine andere Art, so zu spielen. Ich weiß es nicht. Hosegei. Ah, schade. Ja, es kann alles Mögliche sein, ne? Mal läuft's, mal läuft's nicht. Manchmal schießt man das Tor erst in der 85. Minute. Das ist halt so, ne? Wuh, Hoffmann. Memphis legt erstmal ab. Milena. Nee, schade. Wollte ich gar nicht. Na, irgendwer, Freunde? Oh, shit. Jetzt wird's aber echt ein bisschen krass. Rekik, jawohl. Ach, kick der das mal an. Shit. Ja, leichte Konzentrationsschwäche meinerseits hier gerade. Oh! Ich dachte schon, der pfeift die abseits. Ja, bei 4 Minuten geht das Spiel sehr, sehr schnell immer rum. Ja, und da... Ich habe damit nichts zu tun. War stark, auf jeden Fall. Und, ja, ich weiß auch nicht, warum wir jetzt hier Hannover so dominieren. Gegen Braunschweig lief es da ganz anders. Also eigentlich genau andersrum. O'Connor, okay. Sagt mir leider gar nichts. Sehr stark. Oh, meine Güte. Verteidigung aber auch nicht verkehrt. Wir wären da fast durch gewesen. Nein, Hoffmann. Ja, habe ich mir schon gedacht. Stindl. Wo können wir jetzt hier den Ball ablaufen? Ich will einfach jetzt aufs Tor. Ich will ein Tor schießen. Komm schon. Oh, Mann. Da habe ich den fast am Fuß. Wir machen hier extrem Druck. Wer ist das? Castro. Jordi oder... Jordi Castro. Okay. So, Freunde. Ein bisschen schlau spielen. Elena, gut. Memphis. Wir haben Elena endlich ein bisschen fröhlicher drauf. Hosch. Nimm den Ball doch an. Oh, Mann. Elena hatte die ganze Zeit immer Daumen runter und, Daumen runter, sage ich schon. Ja, Daumen runter hat er die ganze Zeit gemacht. Er hat den ganzen Zeit Pfeil runter gehabt, weil er halt oftmals nicht gespielt hat. Ja, okay. Freistoß. Was? Für uns? Ich verstehe es nicht, Freunde. Ich verstehe den Schiedsrichter nicht. Es ist doch gar nichts. Hat doch gar nichts mit Logik zu tun. Ah, Shakiri hat 4 Sterne. Okay. Das sollte ich eigentlich schon längst wissen, aber ich weiß halt nicht den ganzen Schrott. Aber war auch nicht die perfekte Situation dafür. 70 Minuten gespielt, jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir ans Auswechseln denken. Oh, oh, oh. Okay, ganz kurz weggeschlagen und ihr seht, Martial ist da nicht so frisch, nicht so fresh und Bruma auch nicht, Wilhena am wenigsten und Salah mache ich gerade gerne sehr oft im, ja, im ZOM-Bereich auflaufen lassen und wir bringen mal rein Ragazzu. So. Ach, shit.
Ja, jetzt kommen sie hier. Machen da Dauerdruck. Sie machen da Pfeifen echt. Oh, fuck. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Die Position ist viel zu gut. Okay. War jetzt nicht nötig, den dahin zu pfeffern. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Es ist nicht einfach, ne? Erste Halbzeit sehr stark dominiert. Und jetzt hier die zweite. Da läuft dann... Jungs, geht doch hin! Ich dreh durch, du! Ich dreh durch! Riki kann keinen Pass spielen. Das ist ja nice. Shaqiri. Ah, Stindl, doch. Kommt da durch. Hat er stark gemacht. Ich habe da ein bisschen, keine Ahnung, den Clown gehabt gerade. Scheiß gespielt. Oh Mann. Mhm. Oh mein Gott. Die letzte Minute jetzt hier. Meine Güte. Also teilweise doch nicht so wirklich gut. Hä? Och, Ragazzo. So, jetzt hier aufgepasst. Nein. Nein. Und vorbei. Ah. Es reicht zumindest für einen Sieg. 1-0. Teilweise nicht wirklich besonders gut gespielt, aber naja, komm. 1-0, 3 Punkte. Ist egal. Ganze Liga durchgehend 1-0 gewinnen. Sind dann trotzdem eh mal 34 mal 3, 90, 102 Punkte. Also von daher, was soll's. 102 Punkte haben oder nicht? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ihr seht, eine Chance von Hannover. Keine Ahnung, warum die heute so schlecht gespielt haben. Bayern gewinnt 1-2. Das heißt also, ja, wir sind auf Platz 2 und haben jetzt direkt ein Spiel gegen den ersten FC Köln. Warum das denn bitte? Warum? Oh, wegen der verdammten Champions League. Ja, dann ist hier unsere Mannschaft erstmal ein bisschen unfrisch. Aber es, ja, gegen Köln. Müssen wir mal gucken. Damit sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein. Und ich hoffe, euch gefällt es immer wieder. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.